Hanau, 19. Februar 2020. Schüsse am Heumarkt fallen. Wenige Minuten später wieder Schüsse. Diesmal in der Arena-Bar in Kesselstadt. 9 unschuldige Hanauer sterben in dieser Nacht. Wie konnte der Täter hier 3 Menschen erschießen, sich ins Auto setzen, zum zweiten Tatort fahren? Wo ist der Fehler? Wer hat seine Arbeit nicht gemacht? Die Augen, das Gesicht und die Stimme, die kommen immer wieder bei mir. Und das ist das Schlimmste, diese Albträume. Ich wusste jedenfalls dann sehr schnell im Laufe der Nacht, dass am Morgen die Stadt eine andere sein wird. 5 Tage später wieder Terror. Im nordhessischen Volkmaßen fährt ein Mann mit dem Auto beim Rosenmontagsumzug in eine Menschenmenge. Mit voller Absicht. Und dann bin ich die Aarholzer Straße runtergelaufen und kam dann direkt dazu. Und ja, da konnte ich das Ausmaß wahrnehmen. Acht Monate ist es her, dass 9 unschuldige junge Menschen in Hanau erschossen wurden. Wie hat sich die Stadt seitdem verändert? Ich bin Sarah Batti und Reporterin bei DeFacto. Kurz nach dem Attentat war ich bereits hier und habe berichtet. Heute, 8 Monate später, bin ich wieder da. Ich treffe einige Familienangehörige der Opfer. Genau gegenüber des ersten Anschlagsortes hat die Initiative 19. Februar einen Raum angemietet. Er wird durch Spendengelder finanziert. Es ist der Raum ihrer Kinder, wie sie sagen. Hier trauern sie, schenken sich gegenseitig Kraft. Unter den Opfern sind auch die Freunde Ferhat Unvar und Hamza Kurtovic. Sie hinterlassen ihre Familien, für die seit diesem Tag nichts mehr ist wie vorher. Er war besonders. Danke. Ich frage mich, wie konnte so etwas passieren? Ja. Niemanden lässt es Ruhe. Das ist unglaublich, wirklich. Der Täter ist meine Nachbarn. Ungefähr wie viele Meter an mir? 50, 70 Meter? 50, ungefähr. Wir müssen jeden Tag damit leben. Was genau passierte in dieser Nacht? Gegen 22 Uhr fallen vor den Bars La Votre und Midnight die ersten Schüsse. 3 Menschen werden getötet, auch Midnight-Inhaber Sedat Gürbüz. Dieses Video entsteht kurz nach der Tat. Es herrscht Chaos und Entsetzen. Erst später wird klar, Tobias R. tötet an diesem Abend noch 6 weitere Menschen in Hanau-Kesselstadt, bevor er schließlich in sein Elternhaus fährt und auch seine Mutter und sich selbst erschießt. Die Familien haben viele offene Fragen. Wieso der Täter nicht aufgehalten werden konnte? Warum der Zugriff auf das Haus des Täters erst Stunden später erfolgte, obwohl sein Kennzeichen bekannt war? Warum man die Leichen ihrer Kinder über Tage obduzierte, obwohl die Todesursache längst klar war? Eine Antwort bleibt man ihnen bis heute schuldig. Von meinem Gefühl her, aus dem Bauch raus, es hätte viel mehr gemacht werden können. Es sind 7, 8 Monate rum. Ja. Und wo stehen wir? An derselben Stelle. Doch nicht nur das. Sie haben auch viele andere Probleme. Denn ihr Verlust bringt sie in immense finanzielle Schwierigkeiten. Durch die schweren Traumata sind sie arbeitsunfähig und müssen dringend umziehen. Weg von dem Ort, an dem ihre Kinder sterben mussten. Wir möchten halt eine bezahlbare Wohnung, weg aus dem Viertel. Weil ich gucke direkt auf das Haus vom Täter. Der Lidl-Markt ist da, ist der Tatort, der zweite Tatort, und ich kann da nicht mal einkaufen gehen. Ich gehe an dem Ort vorbei, wo mein Sohn getötet wurde. Nevros Duman hat zusammen mit anderen Unterstützern die Initiative 19. Februar initiiert. Seit dem ersten Tag setzt sie sich für die Familien ein und unterstützt ihre Forderungen. Warum ist dieses Land nicht in der Lage, Angehörigen ein Leben in Würde und ohne Sorgen zur Verfügung zu stellen?
Das Leben ist zerstört von so vielen Menschen und da muss gehandelt werden. Aufklärung, aber gleichzeitig auch Gerechtigkeit. Nichts kann gut gemacht werden in dieser Sache, nichts, weil die kommen nicht zurück und keiner kann sie zurückbringen. Aber die Frage der Gerechtigkeit, den Familien das zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen, denen wirklich zuzuhören und deren Probleme zu lösen, das ist das Mindeste in so einer Sache. Regelmäßig treffen sich die betroffenen Familien zu diesen Fragen mit Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Heute sind Armin Kurtovic, seine Frau und seine Tochter gekommen. Der Oberbürgermeister unterstützt sie und trägt ihre Forderungen weiter in die Politik. Denn auch er ist der Meinung, einige Geschehnisse aus der Tatnacht müssen dringend aufgearbeitet werden. Ich habe die Opferangehörigen letzte Woche zum Bundespräsidenten nach Berlin begleitet. Wir waren vor kurzem beim Ministerpräsidenten in Hessen, Herrn Bouffier. Und es braucht, glaube ich, wirklich am Ende des Tages ein klares, auch staatliches Bekenntnis. Auch möglicherweise, so verstehe ich viele Hinweise der Angehörigen, dass er an der und der Stelle, das ist aus heutiger Sicht nicht gut gelaufen. Das bedauern wir, das tut uns leid, wir entschuldigen uns. Ich glaube, damit können die Angehörigen der Opfer jedenfalls besser umgehen, als wenn über weitere Monate die Dinge nicht auf den Tisch gelegt werden. Die Tat hat nicht nur Auswirkungen auf die Familien der Opfer. Auch viele Augenzeugen sind betroffen. So wie die Geschäftsleute rund um die Anschlagsorte. Auch sie haben Traumata und zugleich große finanzielle Sorgen. Mustafa Kurt ist der Besitzer der Shisha-Bar Da Luna. Auch direkt vor seinem Laden fallen damals Schüsse. Wie ist es für Sie generell, jetzt in einem Laden wieder zu sein, wo quasi nebenan das passiert ist? 10 Meter davon entfernt und Geschäft zu führen, ist nicht leicht. Ja. Haben Sie Angst, wenn Sie abends arbeiten müssen? Ist es immer noch so, dass Sie das jeden Tag begleitet oder wird es besser? Ja, natürlich hat man Angst, wenn jemand mal vorbeiläuft oder schreit. Dann denkt man automatisch dran, ja. Nur wenige Schritte sind es bis zu seiner Bar. Und hier ist der Täter gelaufen. Der ist hier vorbeigelaufen. Dort drinnen, der ist hier vorbeigelaufen mit 2 Pistolen in der Hand. Noch geschossen dabei. Ne? Man sieht auf das Kamera, dass er noch hier schießt und rüber. Und hat er noch da ein paar Autos getroffen. Man sieht es, dass er hier wegläuft und Richtung da. Also zum Glück ist er gar nicht hier reingekommen. Ist er gerade gelaufen. Mustafa Kurt zeigt uns die Aufnahmen seiner Überwachungskamera vom Abend des 19. Februars. Der Zeitstempel zeigt 21.53 Uhr, als Tobias R. am Da Luna vorbeiläuft, mit 2 Waffen in der Hand. Da hat er bereits 3 Menschen erschossen. Im Hintergrund fährt der Mercedes von Willi Viorel-Paun im Rückwärtsgang hinter dem Täter her. Er will ihn aufhalten. Als Kurt die Schüsse hört, handelt er instinktiv. Er schließt seinen Laden ab und verharrt mit seinen jungen Gästen bis 4 Uhr morgens in der Shisha-Bar. So lange, bis er weiß, dass alle in Sicherheit sind. Höchstwahrscheinlich entkommt Kurt selbst nur knapp dem Tode. Denn nur 3 Minuten vor dem Täter kommt Kurt mit einer Shisha in der Hand in seinem Laden an. Der Täter rast nach Hanau-Kesselstadt. Im Kiosk sowie der angeschlossenen Bar, der Arena-Bar, tötet er weitere 5 Menschen. Und den, der ihn aufhalten wollte, Willi Viorel-Paun, auf dem Parkplatz vor dem Lidl. Jetzt steht hier ein Kreuz und erinnert an ihn als einen Helden. Früher sei der Heumarkt ein Treffpunkt der Jugend gewesen, immer gut besucht. Seit dem Anschlag und Corona sind die Geschäfte, Bars und Cafés heute leer. Die Mieten aber laufen weiter. Eigentlich müssten sie ihre Läden schließen, aber das können sie nicht. Viele hatten Geld investiert und sind auf den Erfolg angewiesen. So auch Özkan Rutbil, der einen Kiosk gegenüber dem Ort des ersten Anschlags betreibt. Wir waren ja auch persönlich da an dem Tag. Ich meine, ich habe den Täter ja gesehen. Ja, sie haben ihn gesehen. Und wie er weggerannt ist. Und ich war der Erste, der vor Ort war.
dort die erste Hilfe geleistet hat. Aber war halt alles zu spät. Wie geht's Ihnen 8 Monate nach dieser... Ich bin jetzt auch. Ich werde ja auch psychologisch behandelt nach dem Anschlag. Jetzt, da haben wir Hilfe bekommen. Ich gehe auch zum Arzt und ich muss jetzt auch einige Medikamente einnehmen. Nach dem, was da alles passiert ist oder was wir da live gesehen haben. Und ja, wie lange es noch gut geht, wissen wir halt nicht. Vielleicht wegen so Panikattacken, die kommen, oder? Ja, ab und zu natürlich so. Jetzt tue ich das halt alles nochmal miterleben, nochmal, als wäre es am 19. Februar. Wenn ich das erzähle, ist es sehr schwer zu erzählen, was da alles passiert ist. Deswegen will ich nicht direkt in die Situation rein. Von der Stadt Hanau und vom Oberbürgermeister fühlt er sich alleingelassen. Also an uns, an die Geschäftsinhaber, sage ich mal hier jetzt, denkt keiner. Also was wir durchmachen müssen hier finanziell. Wir haben ja auch sehr viel investiert hier. Ja, und da ist kein Bürgermeister zu uns gekommen. Am ersten Tag sind die zu uns gekommen, ja, und haben die zu uns gesagt. Hanau steht zusammen, wir stehen zusammen, aber das war halt am nächsten Tag und danach nichts mehr. Auch in seine Shisha-Bar der Luna hatte Mustafa Kurt tausende Euro investiert. Doch auch heute ist sie wie seit Monaten leer. Er hätte sich gewünscht, dass ihn die Stadt in seiner Lage unterstützt. Es ist von Stadt keine zu diesen Leuten oder Geschäftsleute, die hier ehren. Wie dem Leute, ihr seid die Einzigen, wo sie jetzt fragen, wie dem Geschäftsleute oder wie die Leute hier geht. Wie die Leute hier machen, wie die Leute die Miete zahlen haben. Wie ich vorhin gesagt habe, normalerweise muss man schon abschließen und gehen. Die Schilderungen der Geschäftsleute möchte ich Oberbürgermeister Klaus Kaminski spiegeln. Also die Läden fühlen sich etwas alleingelassen. Wie können Sie den Leuten helfen? Also da tun wir auch einiges. Im Einzelfall helfen wir auch mit Geld, mit Überbrückungsgeld. Aber wir schauen natürlich genau hin, weil es handelt sich am Ende des Tages um Steuergeld. Ist das tatsächlich der 19. Februar oder ist es nicht eher Corona? Oder sind es auch Geschäftsmodelle, die vor dem 19. Februar, vor Corona schon nicht wirklich gut funktioniert haben? Da müssen wir natürlich genau hinschauen, weil wir haben letztendlich auch sozusagen fast eine treuhändische Funktion, was die Ausgabe von Steuergeld angeht. Aber im Einzelfall, wo diese Bedingungen geklärt sind, helfen wir auch. Die Leute würden sich wünschen, dass Sie mal vorbeikommen als Bürgermeister. Wird es passieren? Also ich habe keinerlei Einladungen ausgeschlagen. Ich bin laufend in der Stadt unterwegs. Und wenn es, dann würde ich um die genauen Adressen dann noch nach unserem Gespräch drum bitten. Da komme ich natürlich sehr gerne vorbei. Aber ich war am Kurt-Schumacher-Platz unterwegs, ich war am Heumarkt unterwegs, mehrmals auch mit den Angehörigen der Opfer. Sollte mir tatsächlich da an einer Stelle eine oder zwei Adressen entgangen sein, hole ich das gern nach. Nicht finanziell auszugleichen sind die Traumata des Anschlags. Die Augenzeugen kriegen die Bilder des 19. Februars einfach nicht aus dem Kopf. Viele von ihnen waren Ersthelfer am Tatort, haben die Leichen ihrer Freunde oder Kunden gesehen. Mustafa Tunç ist einer der wenigen, der dem Täter direkt in die Augen blickte und überlebte. Wo waren Sie genau? Hier vorne im Tippwind-Kiosk. Da habe ich Schüsse gehört. Da habe ich gedacht, okay, ist Knaller vielleicht von den Jugendlichen oder sowas. Habe ich mir nicht dabei gedacht. Dann kam extrem laute Knaller. Bin ich dann also aus Neugier, wollte ich vor die Tür auf einmal. Also die Tür geht bei mir ja automatisch auf. Er hat im Prinzip beide Pistolen noch in der Hand. Eine hat er gezogen auf mich, auf meinen Brust. Dann ist er Meter so und wieder zurück und hat nochmal auf mich gezogen. Dann hat er gemeint, ist was? Ich habe keine Antwort gegeben. Dann hat er seinen Laufweg gemacht, rumgeschossen um die Ecke, ist weggerannt. Dabei habe ich noch die Schüsse gehört. Aber ich habe immer diese Druck hier, weil der hat ja die Pistole genau hier drauf gedrückt. Und ich glaube, irgendwie schleppe ich das immer noch bei mir mit. Ja, ist so schwer hier.
Die Ereignisse aus der Tatnacht verfolgen ihn jeden Tag, besonders aber in der Nacht. Angstzustände, ich kann nachts nicht raus. Sobald es dunkel ist, muss ich alle Lichter anmachen, auch zu Hause jetzt. Und komischerweise, obwohl ich gerne im Dunkeln sitzen würde, Fernsehen gucken, kann ich nicht mehr. Ja, und ich weiß nicht, und immer gucke ich immer hinten, mich hinten, wo eine da ist oder so. Ich habe immer diese Angst noch. Hoffentlich bewältige ich das noch, aber ich weiß nicht, wie lange das dauert. Jetzt bin ich hier, ich habe jetzt schon wieder Schauer, weil ich sehe die Bilder hier, die Ecke wieder. Also diese Stelle möchte ich gar nicht mehr hingehen. Jeder von ihnen versucht, das Erlebte in Therapien zu bewältigen. Wie wichtig das ist, weiß auch Lisa Persinen von der Hilfsorganisation Response. Die Organisation unterstützt Menschen, die von rassistischer Gewalt betroffen sind. Auch Augenzeugen dürften dabei nicht vergessen werden. So wie die Menschen, die gerade bei der Arbeit waren, als der Täter wütete. Das ist ein Ort der Sicherheit. Das ist ihr Arbeitsort. Und sie gehen natürlich davon aus, dass sowas Schreckliches nicht an dem Ort passiert, wo sie sich oft aufhalten. Und das erschüttert das Sicherheitsgefühl der jeweiligen Person dramatisch. Auch einige Hanauer Opferfamilien werden von Response betreut. Hilfe bekommen sie zum Beispiel bei der Beantragung von Opferentschädigungsleistungen. Die zu bekommen, sei trotz der gravierenden Umstände aber nicht leicht. Das ist sehr langwierig, das ist super kompliziert, weil es eben viele Anträge sind. Es sind viele Atteste, die eingereicht werden müssen, und die Leistungen, die daraus aber kommen, sind tatsächlich sehr gering. Was den Familien niemand abnehmen kann, das ist der Schmerz, mit dem sie seit dem 19. Februar umgehen müssen. Einige haben beschlossen, ihren Schmerz in positive Energie umzuwandeln. So auch Abdullah Unvar. Er ist der Cousin des getöteten Ferhat Unvar. Heute hat er zum Pressegespräch geladen, denn er möchte für die SPD in den Bundestag einziehen und stellt sich als Kandidat vor. Am 19. Februar, durch den rassistischen Anschlag, habe ich meinen Cousin verloren. Am zweiten Anschlagsort. Dieses schreckliche Ereignis hat dazu geführt, dass ich ein großes Bedürfnis habe, aktiv in unserer Gesellschaft Veränderungen beizuführen. Abdullah Unvar stand seinem Cousin sehr nah. Und ich merke, wie sehr der Verlust von Ferhat noch an ihm zerrt. Ich will von ihm wissen, woher er die Kraft nimmt, jetzt eine politische Karriere zu starten. Es gibt kein Rezept dafür, aber die Kraft kommt von innen heraus. Man weiß, man setzt sich hier für eine gute Sache ein, man kämpft für etwas, und zwar nicht für das eigene, für das Persönliche, sondern für die kompletten Menschen, für die Gesellschaft. Und da tanke ich auch Kraft. Wenn mich die Menschen, die Bevölkerung in Hanau auf den Straßen ansprechen und ihre Unterstützung mir gegenüber bekunden, dann gibt es mir auch Kraft. Ähnlich sieht das auch Ferhats Mutter Serpil Temis. Auch sie will gegen Rassismus kämpfen und engagiert sich unter anderem in der Schule ihrer Kinder. Das alles tut sie im Namen ihres Sohnes. Ich mache das für ihn. Ich muss das schaffen. Am Ende will ich ja zu ihm gehen. Wirklich, du hast das geschafft, nicht ich. Das war nicht meine Kraft, das war seine Kraft. Das war deine. Und haben wir zusammen geschafft. Ich muss das zu meinem Sohn unbedingt zeigen. Ich brauche einen Grund zum Leben, und das ist ja Grund, dass ich weiterleben kann. Im Namen ihrer ermordeten Kinder möchten sie nun auch einen Verein gründen. Ihr Tod soll nicht umsonst gewesen sein. Mein Sohn hat selber gesagt, tot sind wir erst, wenn man uns vergisst. Keine kann vergessen, keine soll vergessen. Das ist ja unsere Aufgabe für Zukunft. Ich bin beeindruckt davon, wie die Familien in Hanau kämpfen und sich dem Hass entschlossen entgegenstellen. Wie wichtig das ist, merken wir nur 5 Tage nach der Tat in Hanau,
Denn am 24. Februar fährt ein Auto in den Rosenmontagsumzug in Volkmarsen. Fassungslosigkeit in Volkmarsen. Der silbergraue Mercedes hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Über 30 zum Teil schwer Verletzte. Die Leute sind umgeflogen wie Papier halt. Die Amokfahrt in Volkmarsen lässt mich nicht wirklich los. Ich habe immer wieder über die Ereignisse berichtet. Mehr als 150 Verletzte. Wie geht es Ihnen? Und wie geht es all denen, die vor 8 Monaten Schreckliches erlebt haben, auch damit, dass der Täter bis heute schweigt? Ich will mit den Menschen ins Gespräch kommen. Am Telefon gelingt mir das nicht. Viele Betroffene sind noch nicht bereit, über das Erlebte zu sprechen. Andere wollen nicht wieder damit konfrontiert werden. Ich mache mich trotzdem mit meinem Team auf den Weg in die Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Im Auto bekomme ich doch einen Rückruf. Der Präsident der Karnevalsgesellschaft ist dran. Er will mit mir sprechen, aber erstmal ohne mein Kamerateam. Ob ich ihn überzeugen kann, vor die Kamera zu treten? Ich bin heute und morgen den Tag in Volkmarsen. Ich weiß nicht, wo Sie wohnen. Da ahne ich noch nicht, welche Geschichten mich erwarten. Es war in dem Moment ein großes Chaos. Warum machen Menschen sowas? Also was führt die dazu, so eine Tat durchzuführen? Also das Thema wird Volkmarsen die Menschen ein Leben lang jeweils beschäftigen. Dieses Geräusch, löst das was bei Ihnen aus? Man merkt, was wirklich vielleicht wichtig ist im Leben, ne? Meine Reise beginnt in der Volkmarser Innenstadt. Als ich hier am Vormittag ankomme, ist es fast wie ausgestorben. Darf ich Sie mal stören? Möller ist mein Name, vom Hessischen Rundfunk. Ich wollte mit den Volkmarsern noch mal über den Rosenmontag sprechen. Nee? Es ist nichts mit gemeint, aber... Ist okay. Okay. Straßenkarneval am Rosenmontag. Darauf hatten sich viele Volkmarser gefreut. Kaum jemand, der nicht auf den Beinen ist an diesem Tag. Auch der Apfelbaum in der Altstadt war voll, erzählt die Wirtin Lucina Rest. Dann kriegt einer der Gäste einen Anruf. Von der einen auf die andere Sekunde kippt die Stimmung von Feierlaune in Fassungslosigkeit. Die Leute sind hier geblieben, aber schon ohne Musik, ohne, sag mal, den Karnevalstimmung. Da war schon traurige Stimmung. Jeder hat nie unterhalten, was ist passiert, warum ist passiert. Haben die Menschen in Volkmarsen das schon verarbeitet, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da kommt immer wieder die Thema zurück, ne? Aber das verarbeitet bestimmt nicht. Wir reden drüber und schweigen drüber. Ja. Einer, der nicht schweigt, ist Martin Kramer. Wie so viele Menschen hat auch er den Festzug vom Straßenrand aus verfolgt, gemeinsam mit seinen 3 Kindern, 5, 7 und 9 Jahre alt. Bis der Täter seinen Mercedes in den Umzug und die Zuschauer lenkt. Da war mir hieß halt einer eine Menschenmenge reingefahren, ein Auto. Da war ich ja mal solche Gänsehaut, ne? Und da gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wie verarbeiten Sie denn das Geschehen? Wie sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber? Die haben ja auch Fragen wahrscheinlich, oder? Am Anfang hat er gefragt, warum hat er das gemacht und so. Ich sage, David, das kann ich dir nicht sagen. Da haben wir ja viele, die darunter die Verletzten waren, auch viele gekannt haben. Ne, das ist das ganz extrem. Was sind das für Gedanken? Gedanken sind wiederum Wut. Und ich kann den Menschen nicht verstehen. Also kann ich glaube gar keiner. Was in denen vorgegangen ist, weiß ich nicht. Ist das ein großes Thema, dass man wissen will, warum hat er es gemacht? Ja, für mich wäre, also das heißt, werden wir nicht rauskriegen, aber ich hätte es gerne mal gewusst. Der Rosenmontag. Der Tag hat sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Vergessen tun wir es nie. Die Gedanken sind immer da, aber wollen wir nicht alles. Ne?
offene Wunden machen. Ne? Meine Verabredung mit dem Karnevalspräsidenten steht an, der Anruf im Auto. Wir haben lange miteinander gesprochen, erst ohne Kamera. Jetzt hat sich Christian Diste entschieden, er will seine Geschichte erzählen. Die Volkmarser Perle, was hat's denn damit auf sich? Ja, die Volkmarser Perle, das ist unser Elveradschiff. Das ist das, ja, das Schiff, wo der gesamte Elverad beim Umzug drauf ist und der den Umzug anführt. Wollen wir mal drauf gehen? Ja, wir können mal drauf gehen. Ein alter Lastwagen, umgebaut zu einem Schiff. Auch in diesem Jahr ist der 38-Jährige natürlich mit an Bord. Seit 8 Jahren ist Christian Diste der Chef der Karnevalsgesellschaft. Am Tag nach der Tat stürmen alle auf ihn ein. Radiosender melden sich morgens um 6, Reporter lauern ihm vor der Haustür auf. Christian Diste wird das alles zu viel. Jetzt will er zum ersten Mal öffentlich über die Ereignisse sprechen. Wochenlang haben sie sich auf den 24. Februar vorbereitet. Der Rosenmontagsumzug sollte der fröhliche Höhepunkt werden. Also für mich fängt eigentlich erstmal jeder Rosenmontag morgens um 6 Uhr an. Wir verteilen da die Karnevalszeitung und das haben wir auch an diesem Rosenmontag gemacht. Immer noch in dem, ja, sehr guten Glauben, dass es ein schöner, friedlicher Tag wird. Und dann, ja, habe ich um 20 nach 2 den Umzug auf die Reise geschickt. Wir waren schon am Bahnhofsvorplatz, wir hatten schon gedreht, weil der Umzug da einmal eine Schleife dreht, wo sich die Gruppen auch begegnen. Und dann ging der Umzug nicht weiter. Was auch erstmal nichts Ungewöhnliches ist. Manchmal stockt das ein bisschen, gerade wo viele Zuschauer sind. Aber es hat schon relativ lange gedauert. Und auf einmal hat man gehört, hey, da ist einer in den Umzug gefahren. Man nimmt das erstmal so nicht wahr. Also man versteht das ja erstmal nicht. Und dann hat man relativ schnell gemerkt, dass das eine sehr ernste Situation ist. Und dann bin ich vom Schiff und bin die Aarholzer Straße runtergelaufen und kam dann direkt dazu. Und ja, da konnte ich das Ausmaß wahrnehmen. Wenn die Bilder nochmal hochkommen, ist das ganz, ganz viele Menschen geholfen haben, ganz, ganz viele Menschen. Also die Passanten, die drumherum standen, haben sich sofort um die Verletzten gekümmert. Und das ist mit Abstand, war das sehr beeindruckend und hat, glaube ich, ja auch dazu geführt, dass wir am Ende keinen Todesfall zu beklagen haben an der Stelle, weil alle mit angepackt und geholfen haben. Sehen Sie die Dinge ein bisschen anders seitdem? Und wenn ja, wie? Ja, man merkt, was wirklich vielleicht wichtig ist im Leben. Ne? Also man merkt, man regt sich ja sonst über Kleinigkeiten auf. Ne? Weil eine Gruppe vielleicht nicht vorne läuft, sondern hinten im Umzug. Darüber wurde sich aufgeregt. Weil es mal 3 Tropfen geregnet hat, war man todtraurig und konnte den Umzug nicht. Ich glaube, das ist alles egal. Also wenn es beim nächsten Mal schüttet, ist uns das egal. Wir machen trotzdem einen Umzug. Und wir gehen dadurch. Das wäre völlig egal. Das wären Nebensächlichkeiten an der Stelle. Ne? Und ich glaube, das holt einen so ein Stück, ja, zurück und ja, man weiß, was wirklich vielleicht wichtig ist. Ja. Diese Floskel, wie geht's dir, das ist im Moment keine Floskel, sondern die Volkmarser schauen auch aufeinander und meinen diese Frage ernst. Wie geht's denn Ihnen im Moment? Ich glaube, mir geht's gut. Heute geht's mir gut. Ich brauchte eine ganze Zeit, auch damit ja, zurechtzukommen, also auch damit mir meine Gedanken zu machen, was das aus mir macht und was das für mich, für die Zukunft heißt, ne? wenn man sowas erlebt. Jetzt bin ich nicht verletzt, nicht körperlich. Und den Menschen, die da körperlich verletzt wurden, denen geht es noch viel schlimmer und die haben viel mehr daran zu verarbeiten. Aber wenn man in so einer Verantwortung steht und macht sich Gedanken, ist es auch nicht so einfach. Wenn Freunde, Angehörige und Nachbarn schwer verletzt werden, dann wird die eigene Betroffenheit ganz klein. Und ist doch riesig. Dieses Geräusch, löst das was bei Ihnen aus? So die ersten Tage danach ist das schon, ja. Kann ich mir vorstellen. Weil an dem Tag, ja, war das ja Dauergeräusch. Ne? Der Amok-Fahrer hat Christian Diste nicht getroffen. Viele andere hatten weniger Glück. Offiziell gibt es 154 Verletzte. Darunter sind auch viele Schwerverletzte. Geht es denen denn wieder gut, soweit man das sagen kann? Sind die auf dem Weg der Besserung? Ja, soweit ich das sagen kann.
keine mehr im Krankenhaus. Aber trotzdem gibt es noch einige, die an den Folgen noch oder mit den Folgen noch zu kämpfen haben und wahrscheinlich auch noch wochenlang damit zu kämpfen haben. Was psychisch ist, weiß man nicht. Das sind, glaube ich, Folgen, die wir alle noch nicht so richtig beurteilen können. Was ist, wenn jemand nicht mehr arbeiten kann? Oder wenn er psychologische Hilfe braucht? Ich will wissen, ob sich jemand um diese Menschen kümmert. 154 Menschen sind teils schwer verletzt worden. Einige haben um ihr Leben gekämpft. Auch viele Kinder hat es getroffen. Bürgermeister Hartmut Linnekugel wollte allen Betroffenen schnelle Hilfe anbieten und scheiterte erstmal. Das ging in der Gestalt nicht zu 100%, weil wir halt die Betroffenenliste aus Datenschutzgründen nicht bekommen haben. Das ging dann, ich will Ihnen mal zwei Extrembeispiele schildern, ging dann so weit. Ich habe Informationen bekommen, wer dann verletzt war, habe da gezielt eine Person auch angerufen. Da wurde ich dann als erstes gefragt, woher haben Sie meine Adresse? Also die Wahrnehmung der Verletzten war da schon ein Unterschied zu sagen, ich möchte betreut oder mal angefragt werden oder lasst mich bitte in Ruhe, ich möchte das Thema selbst bewerkstelligen. Andersrum gab es auch von Personen außerhalb von Volkmann gab es eine heftigste Beschwerde, dass wir uns zu wenig kümmern. Am 6. März, 11 Tage nach der Amokfahrt, gibt es hier im Bürgersaal des Rathauses einen runden Tisch. Vertreter von Kfz-Haftpflichtversicherungen sind dabei, erzählt Hartmut Linnekugel. Die haben genau für solche Fälle wie in Volkmarsen einen Entschädigungsfonds. Und noch jemand nimmt teil. Nach dem Terroranschlag auf den Berliner Breitscheidplatz hat die Bundesregierung das Amt des Opferbeauftragten ins Leben gerufen. In Hessen ist das seit diesem Jahr Helmut Fünfsinn. Auch er saß am runden Tisch im Volkmarser Rathaus. Eine seiner Aufgaben ist es, Opfer von Anschlägen durch das bürokratische Dickicht zu führen. Wer infolge eines vorsätzlichen, rechtswidrigen, tätlichen Angriffs gegen seine oder andere Person oder durch die rechtmäßige Abwehr einer gesundheitlichen Schädigung erlitten hat, erhält wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen auf Antrag Versorgung. Man hat schon die Aufgabe als Staat, wenn man einen solchen Anschlag nicht verhindern kann, doch die Folgen dann in den Griff zu bekommen, dort mitzuhelfen. Sind Sie eigentlich dann so eine Art Netzwerker, der verschiedene Hilfsangebote mit den Betroffenen versucht zusammenzubringen? Das auf jeden Fall. Also würde auch sagen, man kann auch sagen, wir haben eine Lotsenfunktion. Immer mit dem Versuch, es den Menschen einfach zu machen, die Hilfe zu bekommen. Und wenn dann so ein Fall weitergeht, dann sind Alltagsfragen auch zu lösen. Also die Frage, ich war jetzt in der Reha, jetzt müsste ich ambulant weiter behandelt werden, mein Hausarzt hat aber kein Budget mehr. Wie kriege ich es hin, dass ich Reha-Maßnahmen ambulant weiterbekomme? Diese Dinge. Wie weit oder wie eng ist das Netz in Deutschland, in das man fällt, wenn man Opfer eines solchen Ereignisses wie in Volkmarsen wird? Also das ist immer die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich würde sagen, es ist gut gestrickt, würde aber nicht ausschließen, dass trotzdem an der einen oder anderen Stelle das Netz noch zu weit ist. Also es gibt einige, die sogar weiter weg waren vom Geschehen, die ein viel größeres Trauma erlitten haben als diejenigen, die nah dran waren. Es ist sehr, sehr unterschiedlich und auch die zeitliche Dimension ist sehr unterschiedlich. Es gibt einige, die am Anfang überhaupt nicht so betroffen waren. Die haben sich geschüttelt und das Leben ging erstmal weiter, haben aber dann nach einigen Wochen, gegebenenfalls Monaten erst gemerkt, da hat sich was verändert und das muss ich jetzt angehen. Die Aufarbeitung der Ereignisse kann Jahre in Anspruch nehmen. Helmut Fünfsinn erzählt, dass dazu auch viele Hilfsangebote aus Volkmarsen selber kommen. Mit einem der Helfer habe ich mich verabredet. Alexander von Rüden kümmert sich seit der Amokfahrt um Betroffene. Der katholische Seelsorger war mit Freunden und Familie selbst auf dem Umzug, nur rund 200 Meter vom Tatort entfernt. Hier ist dann quasi die Wendeschleife, wo der Karnevalszug oder... Genau. Kommt von dort, geht da hinten rum. Ja. An welcher Stelle sind Sie gewesen, als der Zug zum Halten kam? Hier auf dem Vorplatz. Dann sah ich eben dann, dass jemand dann auf dieses Elferadschiff zuging und sagt, es sei was Schlimmes passiert. Ne? Ja. Und da wusste man aber immer noch nicht, was so. Nein.
da war gar nicht klar, was ist da gerade passiert. Das ist so durchgesickert. Ja. Ne? Aber wie genau ich das da wahrgenommen habe, kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass ich dann mir bewusst wurde, du bist Seelsorger, du gehst jetzt mal dahin und verschaffst dir einen Eindruck und bietest deine Hilfe an. Es war in dem Moment ein großes Chaos, aber ein geordnetes Chaos. Und ich bekam die Idee, hier das Gemeindezentrum direkt am Bahnhof zu öffnen. Ich habe den Schlüssel genommen, habe hier aufgeschlossen. Mit einer großen Betroffenheit sind die Menschen hierher gekommen. Die mussten auch ordnen, was da gerade geschehen ist, was sie entweder mit anschauen mussten oder was sie oder ihre Kinder am eigenen Leibe da vielleicht auch erleben mussten. Da war mehr Stille als Gespräch. Und man lag sich in den Armen und tröstete sich gegenseitig und hielt miteinander aus, was man nicht verstehen konnte. Und wo man ja bis heute noch nach Erklärungen sucht und nicht findet. Was hat sich im Miteinander der Menschen hier in Volkmarsen seit dem Rosenmontag geändert? Ist es so, dass man mehr aufeinander Acht gibt? Ich würde sagen, die Menschen geben aufeinander Acht. Und ja, dieses Wort, wie geht's dir, das ist nicht so dahingesagt, sondern das bekommt nochmal einen neuen Stellenwert. Und daran eben auch darauf ehrlich zu antworten, dem anderen die Möglichkeit zu geben, dann eben auch adäquat zu reagieren, wenn ich merke, es geht eben vielleicht noch nicht so. Ich glaube, das macht hier ganz viele Menschen gerade aus, ja. Umso tragischer, dass dann die Corona-Krise dazwischen gekommen ist, wo Nähe und Zusammensein, das in den Armen liegen, dann nicht mehr so möglich war und bis heute ja nicht möglich ist. Denn 3 Wochen nach der Tat kommt der Lockdown. Eine gemeinsame Aufarbeitung muss warten. Alexander von Rüden erzählt mir von einem Buch, das in der Kirche ausliegt. Hier haben die Volkmarser ihre Fürbitten und ihre Wünsche aufgeschrieben. Die Gedanken an diejenigen, die verletzt sind, die mit ihrem Leben kämpfen. Die Gedanken auch an die Ersthelfer, die Rettungskräfte, die da ja ganz viel zu verarbeiten haben. Ja, und alle, die hier in irgendeiner Weise dort, wo sie an dem Tag hingestellt wurden, funktioniert haben und ihren Dienst verrichtet haben. Wie geht es denn Ihnen bei dieser ganzen Sache? Ich habe das Gefühl bekommen heute, dass vor allen Dingen, wenn Sie an den Rosenmontag nochmal zurückdenken, dass die Geschichte auch Ihnen nach wie vor ziemlich nahe geht. Dann haben Sie auch noch zu tun mit Menschen, die sich an Sie wenden und Hilfe und Trost suchen. Ja. Wie geht's Ihnen dabei? Auf manche Dinge gibt's keine Antwort. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Danke fürs Gespräch. Ja, auch mich macht die Amokfahrt manchmal sprachlos. Aber egal, wie lange die Aufarbeitung dauern wird, ich glaube, Alexander von Rüden wird immer ein offenes Ohr für seine Mitmenschen haben. Tschüss. Tschüss. Christian Diste hat seine Erlebnisse nicht alleine verarbeitet. Er hat sich professionelle Hilfe gesucht, hat mit anderen darüber gesprochen. Das war wegen des Lockdowns nicht einfach, doch am Ende hat es geklappt. Er hat die Verletzten gesehen, das Leid und das Durcheinander. Der fröhliche Karneval wird noch lange Zeit von der Amokfahrt überschattet sein. Denken Sie manchmal an den Täter oder denken Sie manchmal über den Täter nach? Am Anfang habe ich darüber nachgedacht, weil man sich auch die Frage stellt, warum machen Menschen sowas? Also was führt die dazu, so eine Tat durchzuführen? Ich habe da für mich keine Antwort drauf gefunden. Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich da jetzt, das wäre falsch, Hass empfinde oder sowas. Also so, natürlich ist man böse und man fragt sich, warum machst du sowas überhaupt? Der mutmaßliche Täter war kein Volkmarser, sondern ist vor einigen Jahren zugezogen. Hier hat Maurice P. zuletzt gewohnt. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen den 29-Jährigen wegen versuchten Mordes. Kaum jemand möchte heute mit ihm in Verbindung gebracht werden. Diese Frau hat ihn erlebt. Ich habe mitbekommen, dass er nachts in Boxershorts die Straße fegt. Er hat auch Selbstgespräche geführt.
Er hat manchmal einfach nur in seinem Auto gesessen, hat da gechillt, mit Kopfhörer in den Ohren. Er hat kaum geredet mit anderen, war immer allein. Er hatte eigentlich nur sein Auto. Eine Antwort auf das Warum hat auch sie nicht. Maurice P. hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Hier im Landgericht Kassel wird ihm wahrscheinlich der Prozess gemacht werden. Und wenn es soweit ist, dann kommt alles wieder hoch. Opfer werden eine Zeugenaussage machen müssen, werden dem Täter noch einmal begegnen. Im Zeugenzimmer der Kasseler Hilfe treffe ich Ute Ochs und Annette Müller. Seit 2 Jahrzehnten hilft die Organisation Verbrechensopfern. Und jetzt nach dem runden Tisch im Rathaus auch den Menschen in Volkmarsen, wenn sie vor Gericht das Erlebte wiedergeben müssen. Häufig sagen uns die Zeugen vorneweg, das halte ich nicht aus, das schaffe ich nicht und dergleichen. Unsere Erfahrung ist die, dass wenn sie da durch sind, wenn sie es geschafft haben, sich dem allen nochmal zu stellen und auch vielleicht die Anwesenheit des Verursachers aushalten. Sie sind ja nicht alleine, das merken sie dann schon auch, dass sie nachher um etliches gestärkter da rausgehen. Viel aufrechter, größer, stärker. Natürlich steht die Frage im Raum immer eigentlich bei jeder Straftat, warum ausgerechnet das und warum ausgerechnet ich? Wie kommt da ein Mensch dazu, diese Dinge mit mir oder mit uns zu tun? Das wäre sehr dramatisch, wenn da jetzt gar keine Antwort käme. Ich glaube, ein Gericht ist schon sehr daran interessiert, die Tat selber aufzuklären und die werden schon auch versuchen, ihn irgendeine Form zum Reden zu bringen. Aber letztendlich ist das sein Recht als Angeklagter dann in so einem Verfahren auch gar nichts zu sagen. Er muss da sich gar nicht beteiligen dran. Wir müssen gucken, wie wir dann damit umgehen. Also ich wäre den Menschen von Volkmarsen zu wünschen, dass er sich in irgendeiner Form äußert. Das Urteil, das am Ende fällt, ist vielleicht ein Schritt zur Normalität. Ein Schritt, auf den viele weitere folgen müssen. Im nächsten Jahr wird es erstmal keinen Rosenmontagsumzug geben, abgesagt wegen Corona. Deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, einfach nochmal ein Jahr Ruhe zu haben, den Prozess dann auch irgendwann abzuschließen im nächsten Jahr und dann vielleicht oder hoffentlich in 2022 wieder mit dem Karneval neu zu starten, also einen Neuanfang zu machen. Eins kann ja nicht sein, dass wir jetzt sagen, hey, wir machen einfach alle nichts mehr und wir veranstalten keine Feste mehr oder keine Umzüge mehr. Das kann nicht die richtige Antwort darauf sein, sondern wir müssen zusammenstehen, alles Menschenmögliche tun, um die Sicherheit zu gewährleisten und dann trotzdem wieder glücklich und friedlich gemeinsam zu feiern. Weitermachen, irgendwie, sich nicht unterkriegen lassen. Hier beim Nachwuchstraining des VfR Volkmarsen habe ich das Gefühl, dass die Welt wieder ein Stück in Ordnung ist. Auch für Christian Diste. Nur Fußball spielen. Wenn der Ball im Aus ist, kein Einwurf, kein Einkicken. Ihr könnt einfach eindribbeln, ja? Okay. Und los. Ich glaube, hier an dieser Stelle sind auch die Gedanken an den Rosenmontag ganz weit weg, oder? Ja, Gott sei Dank. Sollte auch so sein. Ne? Man muss auch abschalten können, muss das mal ein bisschen wegschieben können und muss hier sich auf die Kinder konzentrieren und einfach mal 2-3 Stunden Spaß mit denen haben und Fußball spielen. Und ich sag mal, für F-Jugend reicht es noch, da kriege ich das noch gut hin. Und das macht unglaublich Spaß. Ja, alle verstanden, ja, ne? Ich probiere es mal, pass mal auf. Du schaffst es nicht. Was? Die furchtbaren Bilder abschütteln, den Schmerz und die Sprachlosigkeit überwinden. Das geht, weil es Hilfe gibt, weil hier in Volkmarsen jeder für den anderen da ist. Aber es wird Zeit brauchen. 8 Monate danach sind Verletzte noch nicht wieder gesund, ist das Erlebte noch präsent. Ich bin sicher, dass es den Menschen in Volkmarsen dennoch gelingen wird, dass der Rosenmontag irgendwann nicht mehr Leid bedeutet, sondern wieder Freude am Leben.